ich will meinen Koffer halt ein Video drehen. Es wird wahrscheinlich relativ kurz sein, das Video. Ich will euch nur vorwarnen, weil ich habe auch vergessen, alles aufzuschreiben, weil das halt ganz schön viele Rechnungen sind von August. Und ihr wisst ja, ich bin im August sehr, sehr durchgedreht, was TK Maxx anbelangt. Da bin ich sehr, sehr ausgerastet. Und ich habe auch noch drei Sachen, die ich euch im Haul-Video nicht gezeigt habe. Deswegen zeige ich euch die jetzt auch schnell, bevor ich noch ein bisschen über das Kaufen und so rede. Also, als allererstes habe ich mir noch die beiden gekauft. Das ist von Organics ein Conditioner und ein Shampoo. Die waren nämlich jeweils, also 4 Euro reduziert. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, dann kaufst du es dir ausnahmsweise. Weil ich mochte den Duft auch so gern von dem. Und ich mag ja die Organics-Sachen eigentlich. Ich darf mir nur jetzt wirklich keine Shampoos mehr kaufen. Ich habe wirklich jetzt zu viel. Dann habe ich mir noch das hier gegönnt, weil ich habe ja eines noch in meinem Backup-Schrank. Und dann war ich in einem DM und habe das auch noch gesehen. Das war das letzte und habe es mir sofort gekauft. Ich liebe das. Ich liebe es. Und ich werde mir eines schon mal ins Badezimmer stellen, damit ich eines dann schon benutzen kann. Da bin ich echt froh, dass ich da zwei erwischt habe. Eigentlich hätte ich es mir ja nicht kaufen sollen, aber ich liebe dieses Duschen und es geht ja sowieso raus. Ja, allgemein zu meinem Kaufverhalten. Ich habe jetzt leider noch nichts aufgeschrieben, weil es sind wirklich mega viele Rechnungen und da liegen noch welche, wo ich noch kontrollieren muss, ob das im August war oder nicht. Ich bin im August sehr, sehr schlimm gewesen, gebe ich ganz ehrlich zu. Ich habe viel zu viel gekauft. Ich habe auch einen Yves Rocher Haul noch für August, den ich auch noch irgendwie aufschreiben muss. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Aber August war wirklich, wirklich schlimm. Wirklich schlimm. Ich muss aber sagen, Ende August ging es dann. Ich bin zwar zweimal beim TK Maxx gewesen und habe da über 100 Euro lassen. Aber ich finde... Wie soll ich euch das erklären? Ich will mich nicht rechtfertigen. Ich muss mich nicht rechtfertigen. Das ist mein Geld. Auch wenn meine Wohnung ausschaut, als würde hier eine Oma wohnen. Es ist mein Geld. Ich kann damit ja machen, was ich will. Weil unter meinem letzten Haul-Video, ich weiß es nicht, ich glaube eh das TK Maxx Haul-Video war das, ist da richtig diskutiert worden unter meinem Video. Sogar eine ist sehr beleidigend worden und hat gesagt, sie würde lieber mal die Wohnung ausmalen, als Geld dafür auszugeben. Ja, ich war sehr, sehr baff über diesen Kommentar, also falls nochmal so ein blöder Kommentar sein sollte. Ich weiß nicht, warum ich überhaupt darauf reagiert habe, weil früher war ich, wie ich angefangen habe mit YouTube, war ich viel gelassener, weil ich eben so gerechnet habe mit dem, dass jemand so einen Hater-Kommentar hinterlässt. Ich habe die Leute einfach blockiert und die Kommentare gelöscht. Und so will ich das auch weiter handhaben. Ich weiß, das hat jetzt nicht viel mit dem Kaufverhalten im August zu tun, aber es hat halt mit Einkaufen zu tun, versteht ihr, was ich meine? Deswegen wollte ich das in dem Video jetzt mal erwähnen. Weil ich habe auch mit einer auf Instagram drüber geredet. Instagram darüber geredet, so, Wortkotze. Und ja, ich muss mir sowas nicht gefallen lassen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich erwähne das mal in einem Video. Weil es ist mein Geld. Und wenn ich es in die Wohnung nicht reinstecken will, will ich es in die Wohnung nicht reinstecken. Ganz einfach. Ganz, ganz einfach. Außerdem, wer sagt nicht, ich meine, es geht ja jetzt eigentlich niemandem was an, aber wer sagt nicht, dass ich eh auch was auf die Seite lege, damit ich mir mal die Wohnung ausmalen kann. Weil schließlich mein WC ist schon ausgemalt worden von Jahren. Und wenn diejenigen das Video, also meine Videos laufen schauen würden, würden sie das auch gehört haben. Nur das Schlafzimmer, ich kann es euch ja kurz mal zeigen, eigentlich ungern, aber ich zeige es euch mal kurz. Achtet jetzt nicht auf das Bett, aber ihr seht ja, wie, das ist ja ein kompletter Kasten. Also hier bis hier hintere geht der, ja? Und ja, wenn ich mir neue Möbeln kaufen will, muss ich dafür ja auch sparen. Ich kann mir ja nicht von heute auf morgen einfach, ja. Ich versuche jetzt mich wirklich zu beruhigen, weil sonst raste ich vielleicht vor der Kamera noch aus und das will ich nicht. Aber ich finde es halt eine Frechheit, dass Menschen nicht drüber nachdenken, was sie sagen. Haltet es mich vielleicht für ein bisschen pingelig jetzt, aber ich finde das eine Frechheit. Dass jemand auf meine Wohnung losgeht und mich persönlich angreift, weil ich gerne einkaufen gehe. Ich bin schon immer gerne einkaufen gegangen, immer schon. Und immer habe ich mir Sachen gekauft, die ich mir früher vielleicht nicht leisten habe können. Das war schon immer so, weil es gab auch eine schwierige Zeit in meinem Leben, was auch nicht viele wissen. Und deswegen finde ich, dass viele die Klappe halten sollten, wenn sie jemanden nicht wirklich kennen und nicht die finanziellen Sachen wissen. So, nur so nebenbei erwähnt. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht zu sehr aufgeregt und ich will auch eigentlich nicht mehr so wirklich auf das Thema eingehen, aber jeder kann ja sein Leben leben, wie er will, oder? Ich meine, man muss ja nicht auf
weiß ich mal, so, ja, egal. Ich glaube, ich lasse das Thema jetzt lieber, weil sonst sprenge ich den Rahmen vom Video. Ihr könnt mir gerne mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr das findet. Weil ich fand das ziemlich, ziemlich heftig. Ziemlich heftig. Also der, was meine Wohnung betroffen hat, der Kommentar, den fand ich echt schlimm. Den anderen Kommentar jetzt nicht so, aber das mit meiner Wohnung, das fand ich echt heftig. Und ich überlege auch, ob ich dann noch die... Ich bin mir sicher, dass ich noch die Person blockieren werde, auch damit sie mir nicht mal kommentieren kann. Das werde ich auf jeden Fall machen. Aber ich glaube, die hat gar nicht auch darauf reagiert, was ich dann geschrieben habe, wenn ich mir nicht ihr... Oder doch, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ist ja auch egal. Also, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn ich jetzt ein bisschen negativ drüber... auch wenn ich jetzt ein bisschen negativ rüberkommen bin, aber ich wollte das irgendwie in dem Kaufverhalten-Video erwähnen, weil sonst wäre das Video erstens sowieso zu lang, zu kurz und zweitens wollte ich es einfach erwähnen, weil ich find das eine Frechheit, wie andere Menschen zu vielen Menschen sind. Also ich habe mir immer früher gedacht, ich behandle die Menschen so, wie gern ich selber behandelt werden wollen würde. Und wenn diejenigen, die kommentiert haben, gern so behandelt werden wollen, na dann Gratulation. Also okay, aber ja, da kann man jetzt sowieso stundenlang, glaube ich, diskutieren drüber. Aber ja, ja, da kann man, glaube ich, eh nicht mehr viel dazu sagen. Ich sollte auch gar nicht mehr so drauf eingehen, das habe ich gerade vorher auch gesagt. Also, bevor das Video jetzt noch länger wird, ihr könnt mir gerne auch eure Meinung in den Kommentaren gern schreiben. Ja, und... dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bye.